Ja, Freunde, Freunde, willkommen bei einem neuen Let's Play. Ja, am Donnerstag kommt, ja, je nachdem, also ich nehme jetzt gerade Mittwoch auf, wenn jetzt die Folge, ich glaube, Donnerstag schaffe ich es erst, die fertig hochzuladen. Also heute kommt auf Steam Goliath raus. Ein, wie ich finde, sehr interessantes Spiel. Es macht, sieht wirklich nett aus. Es geht darum, dass wir quasi in einen Roboter schlüpfen und alles weghauen, was nur irgendwie geht. Und dann können wir uns verbessern und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir legen mal los und gucken uns einmal das Spiel an. Viel Spaß, ja. Täglich eine Folge. Wann genau, seht ihr auf meinem Kanal, den ihr auch sehr gerne abonnieren dürft. Und ja, jetzt schauen wir aber erstmal ins Intro. Ja, wir sind quasi auf einer Insel abgestürzt. Sah so ein bisschen aus, die Insel wie Pandora. Die Tiere, die uns erwarten, werden wahrscheinlich ähnlich aussehen. Also da werden ganz interessante Kreaturen dabei sein. Und so, Movement, WASD, ganz normal. So, Bäume können wir fällen, indem wir hier mit E die Dinger kaputt hauen. Vielleicht können wir den Hasen ja auch fällen. Ah, der haut ab. So, was haben wir hier? Logs, also Baumstämme. Blätter, Zweige. So, also das Spiel ist auf Englisch, wie man das sieht. Hier haben wir ein paar Quests. Das heißt, wir sollen 5 Logs sammeln. Ah, komm, den hauen wir auch nochmal eben weg. Der sucht sich automatisch bei ihr das Ziel. So, ich würde auch ziemlich gerne mit der Maus spielen, aber gut. So, Gather Berries. Also, Beeren sammeln. Kein Problem. Da waren keine. Da war auch noch nichts. So, und ich bin ein bisschen panisch, weil ich würde mich sehr gerne mit der Maus umschauen. Aha, wenn wir das Mausrad drücken, dann geht das. So, hier haben wir nicht wirklich Bären, ne? Auch wenn man das eigentlich vermuten mag. So, dann folgen wir mal den Quest-Tracker. Oh, der will mich... Oh, der greift mich an. Mit 2. So, ich würde ganz gerne von diesem Vieh hier mal in Ruhe gelassen werden. 3. Ah, mit 3 können wir... Gott, oh Gott. Okay. Bisschen komisch hier die Steuerung. So. Coin. So, also mit 2 sind wir unsichtbar. Das ist schon mal interessant. Mit 1. Bauen wir wahrscheinlich ein Lager auf. Hier haben wir ein Feuer. Nur, dass die Maus hier so fast nicht integriert ist, ist ein bisschen merkwürdig. So, hier können wir Sachen craften. Craften. Und am Feuer... Ah ja, hier können wir wahrscheinlich Essen grillen und so weiter und so fort. So, wir gehen nochmal. Wir können hier rein und raus zoomen, aber... So ist es, glaube ich, ganz gut. So, und 3. Genau, das war hier die Waffe. Berries. Ach, hier sind die Bären. Guck mal an. Ja, die sind ein bisschen größer. Die hätten in den Busch nicht reingepasst. So, nehmen wir mal schön mit alles. Set up a camp near the crash site. Das heißt, wir gehen mal wieder zurück. Ich finde die Kamera ein bisschen doof. Man kann nicht wirklich hier sich mal einen guten Rundumblick verschaffen. So, das heißt, nochmal hier aufbauen. Zack. Make coal with logs or branches in the bonfire. Bonfire. So, das heißt, wir tun die hier mal rein.
Oder with logs or branches. Nehmen wir mal die Branches, da haben wir so viele von. So. Und jetzt können wir hier mit Kohle machen. Und dann ziehe ich die mal rüber. Make Medicine. Weil wir haben nur noch 50 von 100. Hier sehen wir den grünen Balken. Ich schätze mal aus den Bären, ne? Frage ist nur, wie wir das machen. Journal Experiments. Wir hatten doch eben eine ganz gute Liste. Genau. Medium Repair Kit. Healing Ointment. Kohle und Bären. Das hört sich gut an. Patch yourself. Also, ich finde es schon mal sehr, sehr gut, dass wir hier so ein Tutorial haben. So, auf Z können wir jetzt hier das nutzen und haben uns direkt mal verbessert. So, Level 2. Eine kleine Videosequenz. Schauen wir mal. Oh. Der Funk geht noch. Dann gehen wir da mal schnell hin. What a radio. Could it still be working after that crash? And who would be calling me? Oh, my head. Hello, hello. Do you read me? This is Gromov. Also, wie heißt ein Gromov? 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 You made it, buddy. I thought we were goners. Where are you? Also, das scheint hier unser Kumpel zu sein. Und er dachte schon, wir sterben hier oder wir verrecken. Oder wir gehen halt. Wo bist du? Mir geht's gut. I'm right by the plane. Ich bin in der Nähe des Flugzeugs. But, bevor du mir antwortest, oder... Achso, before I ask where you are, who are you? Okay, bevor ich frage, wer bist du? Mann. So, ich muss mir das erstmal durchlesen. Ich übersetze euch das gerne. Ich bin jetzt auch nicht der Englisch-Spezi, aber kriegen das schon hin. So, gun clunked on the head pretty hard. Also, du, Mann, du musst deinen Kopf ganz schön hart gestoßen haben. Erinnerst du dich nicht? Ich bin's, Dave. Dave, wow. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Du bist mein Co-Pilot, oder? Wo bist du? Ah, jetzt haben wir auch Antwortmöglichkeiten. I got thrown free when the plane broke apart. Ich bin quasi vom Flugzeug weggefallen, als es auseinandergebrochen ist. Ich bin in einem Wald gelandet irgendwo. Ich bin zwar hart aufgekommen, habe aber einen sicheren Platz gefunden. Ich denke, dass ich mit ein bisschen Pause wieder okay werde oder wieder in Ordnung komme. Frankly, I don't know. Don't know how I'm still alive. Ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, hier zu überleben. So, dann können wir antworten. Okay, der Funk funktioniert. Also sind wir hier quasi innerhalb von einem kleinen Bereich. Wie kann ich dich finden? Oder, warte eine Sekunde, ich need to get the story straight. You and I were flying. Achso, ich muss mich erstmal dran erinnern. Wir sind gemeinsam im Flugzeug geflogen, oder? Ich glaube, das ist jetzt nicht von Belang. Wir wollen jetzt erstmal gucken, wie wir ihn finden können. Das Signal ist am stärksten, wenn ich nach Süden gehe. Also denke ich, du solltest nach Norden gehen und würdest mich dann finden. Okay, ich werde vorbeischauen, oder ich mache mich auf den Weg. Ich werde gleich da sein. Warte. Nicht so hektisch. Hast du die Art Monster gesehen, das hier wohnt oder hier lebt? Wenn du direkt auf direkten Wege hierher kommst, wirst du schneller gefressen, als du "No, no, please don't eat me", also "Nein, nein, nicht mich fressen" sagen kannst. Um ehrlich zu sein, ich denke, wir sind in Frankreich, Europa oder even Earth anymore oder nicht mal mehr auf dem oder irgendwo auf der Erde, oder nicht mehr auf der Erde? Irgendwo auf der Erde. Wir müssen erstmal herausfinden, was hier abgeht.
wie wir überleben können und dann können wir nach Hause. Okay. Also, was schlägst du vor, tun wir? Also, ich bin hier sicher. Also, sieh zu, dass du ebenfalls sicher bist. Hol dir Dinge, mit der du hier überleben kannst. Und dann können wir herausfinden, wie wir uns treffen können. Aber sieh erstmal zu, dass du halt am Leben bleibst und sicher bist. Okay, das klingt nach einem guten Plan. Gut. Ja, Monster, das ist immer schön, ne? So, go north. Okay. Also, dann doch nicht. Ja, man kann halt schlecht sehen. Oh. Der hat ganz schöne Hörner. Ach du je. Und wieder zurück. Ja. Also, wir haben es geschafft, wieder in die Nähe des Flugzeugs zu kommen, wo wir sicher sind. Das Monster. Was? The Monster beats on the outside. Das Monster hört man außerhalb. Mercilessly while you cover in the cockpit. Also, in front of you are an array of switches, throttles and buttons. Ah, okay. Also, wir sind im Cockpit. Vor uns sind viele Schalter, Hebel, Knöpfe und einige. Achso, und es scheint, dass noch ein wenig Benzin oder halt Kerosin im Tank ist. And juice in the battery. Und Saft in der Batterie. Also, das Flugzeug ist nicht ganz kaputt. Activate the landing gear. Also, die Reifen quasi ausfahren. Den Kontrollstick hin und her, also den Joystick hin und her machen und auf die Pedalen drücken. Hit the ignition. Was heißt noch Ignition? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wir nehmen das in der Mitte. So, wubba wubba, wap wap. The flaps and ailerons on the wing gently carries. Also die Flügelklappen bewegen sich. Cares the monster on its ears and tail. It is highly irritated and puts us. Okay. Das war das Falsche. Machen wir mal Landing Gear. So. Die Landing Gear, also das Fahrwerk, ploppt aus und haut dem Monster gegen die Nase. Das Monster ist überrascht. Überrascht, sauer und. Nee, überrascht. Erneut, heißt doch gelangweilt, oder? Und verwirrt. Aber nicht verletzt. Es macht weiter oder es schlägt weiter gegen das Flugzeug. Probieren wir was anderes. Dann bleibt ja nur noch Hitze Ignition. Katschum. Der heile rechte Motor turns over. Halt dreht zu schnell, wird immer schneller. Irgendwas in der mit, also irgendwas darin explodiert und schleudert etwas vom Flugzeug weg, schlägt dem Monster ins Gesicht und schlägt es quasi K.O. Wir sind safe. Sauber gemacht. It sure is less stressful to beat on monsters when I'm safe inside. Es wäre geil, wenn es auf Deutsch wäre, ne? Dann wären wir da ein bisschen schneller. So, get rid of the monster. Das Ziel haben wir erreicht. Go to the Obelisk. Also, wir sollen zum Obelisken gehen. Und unser Kollege hier antwortet oder funkt uns wieder an. Ich habe große Nachrichten, ne? I have accomplished. Ich habe bemerkt oder ich habe herausgefunden, dass irgendwas Wunderbares uns hier komplett ändern kann. Aber zuerst, wie geht's dir? Was hast du vor? Oh, gut. Ich habe gerade ein Riesenmonster K.O. geschlagen. Während ich mich in unserem Flugzeug verschanzt habe oder versteckt habe und dann den Motor gestartet habe und
den Flügel ins Gesicht geprügelt geschleudert habe. Das ist deutlich besser als das, was ich gemacht habe. Ich habe ein Feuer gemacht, einen Fisch gekocht, aber egal, es hat funktioniert. Was machst du jetzt? So, da haben wir wieder zwei Antwortmöglichkeiten. Ich habe eine Idee. Wie wär's, wenn wir... Lamba, wie wär's, wenn wir ein bisschen Holz besorgen? Holz und Metall. Und gucken, ob wir uns irgendwie rüsten können. So dass wir sicher durch die... Oder sicher gegen die Monster sind, die hier wohnen. Oder? Ich glaube, ich mache eine Schleuderwaffe. So dass ich die Knochen zerbrechen kann von jedem Monster, das mich doof anschaut. Machen wir das erste. Warte mal. Wie wär's mit beiden? Gerüstet und eine geile Waffe haben. Das wäre genial. Aber bist du nicht, hast du keine Angst hier vor den ganzen Monstern? Du müsstest dich nicht mehr fürchten hier vor den Monstern und könntest hier einfach überall langlaufen, ohne Angst zu haben. Ja, das ist richtig. Lass uns sehen, ob wir irgendwo in Sicherheit kommen, um uns Materialien zusammenzusuchen und irgendwas daraus zu bauen. Wenn ich nur wüsste, wo wir hier sicher wären. Ich dachte, ich weiß es. Hier sind Obelisken in der Welt, wo die Monster nicht in die Nähe gehen, also wo sie nicht zu nah rangehen. Also haben wir da einen sicheren Ort, wo wir arbeiten können. Ich glaube, ich habe einen in der Nähe, also im Norden gesehen. Danke, Dave. Wir sprechen uns in Kürze wieder. So, das ist das Monster, was wir K.O. geschlagen haben. Jetzt geht's nach Norden zum Obelisken. So, wir nehmen hier jetzt auch gar nicht großartig Sachen mit. Hier, das scheint wohl dieser Sicherheitsradius zu sein. War da gerade ein Vieh? Ach, das ist aber ein kleiner Obelisk. Also, das ist der Ort, von dem Dave gesprochen hat. So, willkommen im neuen Zuhause. Wenn wir 1 drücken, dann können wir neue Sachen bauen. Ja, ich würde sagen, damit machen wir in der nächsten Folge mal weiter. Würde mich mal interessieren, ob ihr Bock habt, hierbei zu sein. Wir werden das Spiel auf jeden Fall noch ein bisschen spielen. Ich weiß nicht, ob ich es durchspielen werde, aber solange ihr dabei seid, gucken wir uns das auf jeden Fall mal in Ruhe an. Scheint interessant zu sein. Auf Deutsch wäre natürlich noch wesentlich geiler, dann wird man da deutlich schneller durchkommen, aber ich glaube, dass die meisten Text haben wir jetzt hinter uns gelassen und soweit können wir der Story folgen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, nicht den Daumen hoch vergessen, das wäre wirklich sehr nett von euch und wir sehen uns dann in Folge 2. Bis dann!